Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch die neue Chassis-Kit von MST auspacken. Das ist ein MST CFX WS Kit DC1 mit einem Land Rover Discovery Karosserie. In so einem schicken Karton kommt das an. Hier sind ein paar Charakteristiken, was er so alles hat. Aber das sehen wir ja gleich beim Auspacken. So sind hier die Massen und alles, die Breite, Böschungswinkel vorne und hinten 50 Grad. Hier gibt es verschiedene Power Kombi Optionssets. Ich habe mir schon einen Motor gekauft, 35T. Das wird wohl reichen. Die Karosserie oder das Chassis hat einen Radstand von 313 mm, Länge 527, Breite 224 und Höhe 252 mm. So sieht er von der Seite aus. Hier sind dann auch verschiedene Heavy Duty CVA-Schaft, also CVD-Wellen, Getriebezahnräder aus Stahl, Planetengetriebe, realistische C-Chassis, die neuen Achsen SA25, Kugellager, nicht so wie die beim MST CMX mit Gleitlager, 1,9er Felgen mit Reifen 105 mm, Frontmotor, Aluminiumlink und Aluminiumstoßdämpfer 70 mm. So, dann werden wir das wohl auspacken. Was sehen wir als erstes? Als erstes sehen wir die Kunststofffelgen mit Schaumstoffeinlagen in besonderen Form, so ein Zahnkranz ist wahrscheinlich, damit es besser greifen kann, wenn man über Stock und Stein fährt. So, dann hier sind so Anbauteile. Kann man sehen. So Lichteinsätze vorne, hinten, Stoßstange vorne und hinten. Auspuff, kann man schlecht sehen. Ne? Auspuff, Schnorchel und sowas halt. Wischerarme, Spiegel und Befestigungsmaterial. Ja. Dann packen wir das mal zur Seite. Hier ist der Rahmen selber. Wie gesehen aus Stahl oder Aluminium, Stahl. Jetzt packen wir das jetzt mal zur Seite, wenn man mehr Platz hat. So, dann geht es weiter mit den Reifen. Eingepackt. Die Reifen haben die Masse 105 x 30, sehen schmal aus, aber sehr 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 weich, was so jetzt füllen kann. Mal schauen, wie die sich beschleunigen. Das ist mein erstes MST oder MST Chassis, kann ich noch nicht viel sagen. So, dann kommt nächste Tüte. Hier sind wohl die Achsen und Getriebe. Ja, die Achsen und Getriebe. So, auspacken.
wie die Halterung und die Diff Cover. Hier sind die Kardanwellen, Kunststoff. Hier ist Gehäuse von dem Getriebe. Das große Zahnrad ist aus Kunststoff mit aber mal schauen, wie das so ist. Dann hier ist die Bodenplatte, die Karosseriehalteraufnahmen, noch die restlichen Teile von Achsen und so weiter. Und hier sind die Achsen. Kunststoffgehäuse, die C-Hubs, Servo, Mount, Anhalterung. So. Dann hier noch ein paar Differential, oder ist ja halt kein Differential, ist ja gesperrt. Kugellager, die Schaft selber. So, und dann nächste Tüte, die ist auch sehr schwer. Hier sind die ganzen dann Links und sowas halt. Packen wir auch mal aus. Hier sind die Federn, Anbauteile für die Stoßdämpfer. Die Links aus Aluminium und ein paar Kugelpfannen, Kunststoff, die Endstücke aus Kunststoff, Kugelköpfe, so ist richtig. Kugelköpfe, und die selber links sind aus Aluminium. Dann hier ist Montageöl und Fett und Werkzeug, und Schlüssel, kleine. Und Motorritzel ist auch dabei. Das ist gut. Da gab es wohl Modelle, da musste man selber einkaufen, da war kein dabei. Das hier ist irgendwas vom Getriebe, Slipperkupplung, kann man sehen. Hier sind die Karosserieaufnahmen, Halter. Das ist schwer, das ist Planetgetriebe. So. Und dann gibt es noch die, das ist auch die Lexan, das ist ein Radläufer. Die muss man noch abschneiden, ausschneiden. Die sind aber schon schwarz lackiert. Da kommt wenigstens nicht so viel Dreck rein. Ja, und die richtig geile Karosserie. Die ist jetzt klar, muss man noch selber lackieren, aber sieht richtig schick aus, muss ich mal sagen. So sieht das aus. Ja, dann haben wir noch Anleitung, einmal für Chassis und ein paar Aufkleber. Und einmal die Anleitung für die Karosserie. Hier Spiegel, Aufkleber, hier die Abkleber zum Abdecken von Scheiben beim Lackieren und sowas halt. Und hier noch die Scheiben selber. So,
Und das war's. Mehr Teile gibt's nicht. Ich werde dann das Kit zusammenbauen und wenn er fertig ist, werde ich dem nochmal zeigen, was mir so aufgefallen ist und so weiter. Wie der Bau so zusammengegangen ist, ob das alles gut war oder nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine positive Bemerkung würde ich mich freuen. Viel Spaß und bis bald. Ciao.